Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute ist unser Luzi nämlich in Transnistrien. Offenbar ein Land, was es gar nicht gibt. Wie das sein kann, weiß ich selbst nicht. Aber dafür haben wir ja meinen Bruder Luzi, den wir jetzt mal dazu schalten. Der kann uns das mal alles genauestens genau erklären. Luzi, siehst und hörst du mich? Ja, lieber Jack, ich befinde mich heute tatsächlich in einem Land, welches nicht existiert. Aber fangen wir der Reihe an. Das hinter mir, das ist die transnistrische Flagge. Und gleiche seht ihr auch mal auf der Karte, wie klein Transnistrien eigentlich ist. Transnistrien liegt zwischen Moldawien und der Ukraine und war auch mal 3 Jahre lang unter rumänischer Besatzung. Die Hauptstadt heißt Tiraspol. Regiert wird das Land von einem Präsidenten. Transnistrien hat 3.567 Quadratkilometer an Fläche, über 475.600 Einwohner und besitzt sogar eine eigene Währung, und zwar den transnistrischen Rubel. Transnistrien wurde am 2. September 1990 gegründet und hat auch eine eigene Nationalhymne. In der Eigenbezeichnung hört das Land auf den Namen Pridnestrowische Moldauische Republik. Auch die Bezeichnung Pridnestrowien wird gern genutzt. Während damals die Sowjetunion zerfiel, entstand dort ein kleiner Streifen, der gerne unabhängig sein wollen würde. Das ist Transnistrien. Ebenfalls hat dieses Land auch eine eigene Verwaltung und eigenes Militär. Transnistrien ist auch Gründungsmitglied der Gemeinschaft nicht anerkannter Staaten. Obwohl Transnistrien offiziell zu Moldawien gehört, hat das Land auch einen starken russischen Einfluss, besonders im militärischen Bereich. In Transnistrien werden 3 Amtssprachen gesprochen: Russisch, Moldawisch und Ukrainisch. Die meistgesprochenste Sprache ist hier jedoch Russisch. Damit kommt man hier am weitesten. Flächenmäßig ist Transnistrien sogar größer als Luxemburg. Würde es jedoch zu einem richtigen Land werden, würde Moldawien über 12% seines Landes an Fläche verlieren. Das Land besitzt keinen eigenen Flughafen, jedoch einen Militärflugplatz, welcher in Zukunft zu einem Flughafen ausgebaut werden soll. Transnistrien hat 5 Sektoren, sogenannte Rajons, und 2 Sektoren, welche einen Sonderstatus genießen, darunter natürlich auch die Hauptstadt. Die Bevölkerungsgruppen des Landes sind Moldauer, Russen, Ukrainer, Bulgaren, Deutsche und Juden. Hier werden sogar 2 Schriftarten verwendet, Kyrillisch und Latein. Das moldawische Kyrillisch wird übrigens nur noch in Transnistrien angewandt, nirgendwo sonst mehr auf der Welt. Natürlich gibt es auch Schulen in Transnistrien, die jedoch zum größten Teil auf Russisch oder Moldawisch unterrichten. Nur 1% aller Schulen in dem Land unterrichtet auf Ukrainisch. Das Christentum ist hier beheimatet, und zwar zu 90%. Das sind die orthodoxen Christen. Auch Katholiken gibt es hier, etwa 4%. Der Rest sind Baptisten, Juden und Atheisten. Zeugen Jehovas haben übrigens auch mal versucht, in Transnistrien sesshaft zu werden. Aber was das Land nicht will, kommt auch erst gar nicht in das Land rein. Das waren aber da nicht nur die Zeugen Jehovas, sondern auch andere religiöse Gemeinschaften. Übersetzt bedeutet der Name des Landes Land am Fluss Dnestr, beziehungsweise Land jenseits des Flusses Dnestr. In der Historie wechselte der Besitzer des heutigen Gebietes Transnistriens öfter als so mancher Mann seine eigene Unterhose.
Wirtschaftlich kann Transnistrien so einiges reißen. Das ist auch der Grund, warum Moldawien Transnistrien nicht unabhängig werden lässt. Transnistrien ist nämlich das wirtschaftliche Rückgrat Moldawiens. Der Streit zwischen Moldawien und dem späteren Transnistrien entstand durch politische Uneinigkeiten. Man wollte mit der extremen Politik nichts mehr zu tun haben und sich von Moldawien trennen. Ursprünglich war Transnistrien nur als autonome Region geplant. Das war in den 1980ern. 1992, am 1. März, kam es dann zu einem kleinen Krieg. Moldawien wollte gewaltsam den Willen Transnistriens beugen und ließ bewaffnete Soldaten antreten. Transnistrien wollte aber nicht mehr zu Moldawien gehören und wehrte sich ebenfalls mit bewaffneten Soldaten. Es waren 30.000 moldawische Kämpfer und 12.000 transnistrische Kämpfer. Da Transnistrien jedoch zum Großteil östlich des Flusses Dnestr liegt, war es sehr gut zu verteidigen. Am 25. Mai 1992 war der Krieg vorbei und forderte knapp 500 Tote und über 1.200 Verletzte. Transnistrien ging als Sieger hervor und schaffte es, seine Territorien zu verteidigen oder zurückzuerobern. Die Kontrolle über Transnistrien verlor Moldawien. Jedoch akzeptiert Moldawien die Abspaltung nicht, weswegen es immer mal wieder zu hitzigen Diskussionen beider Länder kommt. Mittlerweile hat Transnistrien auch eigene Pässe. Sollte Transnistrien nicht unabhängig werden können, könnte sich das Land auch vorstellen, nach Russland zugegliedert zu werden. Hauptsache weg von Moldawien. Leider sind hier organisierte Kriminalität und Korruption sehr weit oben und illegaler Waffenhandel und Geldwäsche ist auch hier nicht unbekannt. Seit dem 1. März 2008 können Touristen ohne Probleme ins Land. Davor brauchte man sogar eine Einladung. Ohne Einladung kam man nicht über die Grenzen. Die Menschenrechte in Transnistrien sind sehr eigenartig gehalten, aber nicht zwingend unmenschlich. Wie schon gesagt, was dem Land nicht passt, kommt einfach nicht ins Land hinein. Seien es fremde Religionen oder anderssprachige Schulsysteme. Ansonsten werden die Menschenrechte aber gut geachtet. Das Land ist Vorbild bei der Währung, denn das Land ist das einzige Land mit Münzen aus Kunststoff. Es soll in Zukunft jedoch den russischen Rubel als Zahlungsmittel geben. Zumindest wünscht man sich das dort. Kulturell hat Transnistrien eine eigene Universität, eigene Fernsehsender und eine eigene Zeitung. Sportlich interessiert man sich hier am meisten für Fußball. Und Sehenswürdigkeiten gibt es auch, zum Beispiel die Kirchen oder einfach die Verzierung an den Häusern. Es gibt sehr viele Statuen und es ist einfach eine völlig eigene Welt für sich. Also eine Reise nach Transnistrien lohnt sich alle Male. Es ist mit keinem anderen Land zu vergleichen, mit keinem anderen Land zu beschreiben. Transnistrien kann man am besten mit sich selbst vergleichen. Und ich kann nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, dort einmal Urlaub zu machen. Man spricht dann von einer Reise in ein Land, welches gar nicht existiert. Und die Besonderheiten und Gepflogenheiten in diesem Land, auch von der Kultur her, sind einzigartig. Also, gönnt euch. Ja, das war es mal wieder von mir. Beim nächsten Mal bin ich nebenan in Moldawien. Und jetzt seid bitte nicht sauer auf mich, ne? Ich meine, jetzt, wenn man über Transnistrien redet, wird Moldawien immer als der böse Gegenbuhler präsentiert.
präsentiert. Da muss ich aber sagen, jedes Land hat so seine Vor- und Nachteile. Natürlich auch Transnistrien, habe ich ja erwähnt gehabt. Und in Moldawien ist auch nicht alles schlecht. Aber zum Thema Moldawien kommen wir, wie gesagt, das nächste Mal. Also dann, ciao, ciao. Ja, vielen Dank, lieber Luzi, für den interessanten Bericht über ein Land, welches gar nicht existiert. Transnistrien. Mehr habe ich auch nicht zu sagen, also dann bis zum nächsten Mal.